Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Die ersten 8 Stunden Beta MW2 sind hinter mir und meine Finger brennen. Und nach dem Event in LA war ich 100% sicher, dass ich sagen werde. Und ich war mir sicher, es sah so scheiße aus. Also wirklich, es sah einfach 1:1 aus wie MW19. Ich saß da und hab das gesehen und dachte, Herr Gott im Himmel, hilf mir doch. Hab noch kein Instant Meinungsvideo gemacht, sondern gesagt, komm, spiel die Beta. MW19 Beta habe ich genau 2 Runden gespielt damals, habe gesagt, ich kann dieses Spiel nicht spielen, das ist ganz schrecklich. Und auch wenn es jetzt in dem Game sehr viele Entscheidungen gibt, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, muss ich das ganz ehrlich sagen, und da wird es jetzt wieder die eine Hälfte geben, die sagt, von Activision bezahlt und deswegen sage ich das, und die andere Hälfte wird sagen, jetzt findet er es geil, später scheiße. Das kann übrigens sein, das Game kann nach der Beta richtig kacke sein. Aber ich will ehrlich sein, Leute, es macht mir Spaß. Also, ich habe das Gefühl, ich muss mich dafür entschuldigen, was natürlich Schwachsinn ist. Aber Modern Warfare 2 bisher macht mir Spaß. Und ich werde euch sagen, was mir gut gefällt, was mir schlecht gefällt. Ihr werdet Videos jetzt bekommen zum Thema Slide Canceln, was möglich ist, auf verschiedene Arten. Ich werde euch die Waffen erklären, die Waffenstammbäume. Das ist sehr konfus bisher gewesen. Ich werde euch Tipps und Tricks geben mit den Score-Streaks, Kill-Streaks, mit den Feldaufrüstungen, mit allem drum und dran. Ich werde euch so gut versorgen, wie ich kann. Ich werde euch ein paar Settings zeigen, ein paar Audio-Settings, die sehr gut funktionieren. Das heißt, ihr kriegt ganz viel Content, und ich würde mich freuen, Leute, wenn ihr hier noch ein Like und ein Abo dalasst, so dass der Kanal auch ein bisschen größer werden kann. Vielleicht irgendwann mal die 20.000, wir sind bei 17.000, keine Ahnung, 500, 600, auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Und ein Abo wäre natürlich immer toll. Warum finde ich es gut? Also ich will euch erst die guten Sachen sagen und dann die nicht so guten Sachen, denn die guten Sachen sind einfacher, da muss man nicht erklären. Wenn ich was mag, mag ich das. Der Gameflow und das Feeling und die Rückmeldung von den Waffen ist wirklich top. Also wir sind ja auf der neuen MW19 Engine, die hier ist nochmal ein bisschen überarbeitet worden. Der gesamte Gameflow ist nicht mehr so super schnell, dadurch, dass wir eigentlich kein Slide Canceln haben. Wir haben es aber doch, ich gebe da 1-2 Tricks, das zeige ich euch später. Aber wie die Waffen sich verhalten, wie man den Rückstoß kontrollieren muss, die Sounds, die Grafik, das hier ist alles top-notch. Und das hatten wir in MW19 schon. Hier ist aber der Unterschied, und das sind so einige, der Headshot-Multiplier ist ein bisschen kleiner als in MW19. Das heißt, wenn ich einen Gegner in den Kopf schieße, fällt er nicht direkt um. Das war in MW19 teilweise überkrass. Die Time-to-Kill ist extrem schnell, gar keine Frage, aber gefühlt ist sie nicht so schnell wie in MW19. Es gibt zwar kein Totenstille, was ein Negativpunkt gleich ist, als Perk, aber die Fußschritte insgesamt sind leiser als in MW19. Ich werde nicht aus jeder Ecke gesoundhurt. Einer der größten Pluspunkte, wir haben die Option, Score-Streaks auszuwählen, ohne ein Perk zu benutzen. Wir können Kill-Streaks nehmen oder Score-Streaks. Das ist großartig. Wenn ihr einen Kill auf einer gegnerischen Flagge macht, bekommt ihr 400 Punkte für den Kill. Wenn ihr die Flagge einnehmt, bekommt ihr 200 Punkte dazu. Wenn ihr einen Assist habt, kriegt ihr 50 Punkte zu eurem Score dazu. Das nächste Plus, die Maps. Ich finde die Maps, die wir bisher in der Beta spielen können, bis auf der einen großen, ich weiß nicht, Casino-Map oder was das ist, es gibt hier eine sehr große Map, die finde ich nicht gut, weil die ist einfach viel zu groß für 6 gegen 6, aber alle anderen Karten sind zum einen nicht wie Modern Warfare mit 100.000 Fenstern und 100.000 Ebenen aufgebaut, sondern haben einen richtig geilen Gameflow. Es macht Spaß, auf die Flanken zu gehen. Man wird nicht von jeder Ecke weggeschimmelt. Es gibt einfach so ein Gefühl, dass man sagt, ey, ich fühle mich hier wohl, ich spiele das hier gerne. Und es gibt irgendwie, bisher haben wir, glaube ich, 4 Karten in der Beta gespielt. Und bis auf diese eine riesengroße Karte, die wir nur ein einziges Mal hatten, muss ich sagen, finde ich alle anderen Karten gut. In Modern Warfare gibt es von, ich glaube, 20 Karten, eine Karte, Gunrunner, die ich okay finde und die trotzdem nicht an das rankommt, was wir hier haben. Dieser dicker Pluspunkt, das ist auch einer der letzten wichtigen jetzt erstmal, und das muss man ganz ehrlich so sagen, Audio insgesamt ist sehr gut, aber was viel wichtiger ist, wir haben keine einzige Karte, die auch nur annähernd ist wie Piccadilly Circus und Azir Cave. Das sind mit Abstand die schlimmsten Karten, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe mit Gustav Kennen aus WW2 zusammen, und das haben wir hier nicht. Das heißt, das gesamte Game, der Gameflow, wie es sich spielt, wie es sich anhört, es fühlt sich einfach gut an. Ich habe heute 7,5 Stunden im Stream durchgehauen. Und wenn ihr das Video seht, werde ich ab 19 Uhr wieder live sein auf Twitch. Wir werden es weiter zocken, mit euch Zuschauern werden wir zocken. Wir sind schon Max Level, das hier macht wirklich Spaß, und
da ist super viel Potenzial, dass das gut wird. Ob es 2 Jahre gut wird, muss man sehen, aber es ist die Möglichkeit zumindest. Und wenn ich mir angucke, wie gut die Beta läuft, wie flüssig sie läuft, wie gut das alles schon ist, Respekt davor. Ich habe mich wirklich lange nicht so wohl gefühlt in einem Multiplayer wie jetzt. Kommen wir aber zu den schlechten Sachen. Da gibt es leider auch ein paar. Zum einen, die Time to Kill ist wirklich sehr, sehr schnell. Ich hätte mir gewünscht, dass man die etwas höher lässt, wollen sie nicht. Totenstille als Feld-Upgrade und als Field-Upgrade auch noch so, dass wenn ihr Totenstille aktiviert, bei Level 30 im zweiten Beta-Wochenende geht das dann erst, dauert es 2-3 Sekunden, bis ihr eine Fernbedienung in der Hand habt und dann Totenstille aktiviert wird. Warum wird es so gemacht? Ich verstehe es einfach nicht und es ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Das nächste dicke L, aktuell ist es zumindest so, ihr könnt einige Waffen nicht leveln. Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass nur die M4 und die Varianten davon gespielt werden sollen. Aber das Waffen-Gunsmith-System ist, glaube ich, für Anfänger in dieser Franchise echt kompliziert. Es hat mich wirklich Zeit gekostet, im Stream mit dem Chat zusammen zu verstehen, wie das jetzt komplett 100% aufgebaut ist. Genauso wie das Perk-System, was ich grandios scheiße finde. Ihr habt 2 Perks von Anfang an, ein drittes, was ihr nach, wenn ihr keinen Kill macht, keine Punkte macht, 4 Minuten Spielzeit bekommt und das Ultimate-Perk, was ihr nach, ich glaube, 6 Minuten Spielzeit bekommt. Wenn ihr Punkte macht, 10 Punkte, nehmen 1 Sekunde davon weg. Das heißt, ihr startet nur mit 2 Perks und da könnt ihr dann KRD, also Taktikmaske, Kugelweste, Double Time, sowas auswählen. Die zweite Kategorie ist sowas wie Auffüllen, Geist, bla bla bla. Und die dritte Kategorie ist dann die stärkste Kategorie. Das Problem hier ist, ich glaube, Geist ist in der letzten sogar. Das Hauptproblem an dem Ganzen ist, es gibt in den letzten beiden Perks 2 Sachen, die ich A von Anfang an haben möchte und die B eigentlich kein Perk bedürfen sollten. Und diese beiden Perks, und die habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, oder zumindest ist es bei mir absolut klar, dass sie das sind, sind Fokus, das ist in der das dritte Perk, reduziertes Zittern und Zucken bei Einsatz der Zielvorrichtung. Das war Flinch und seit Jahren ist Flinch raus, weil dafür gibt es keinen Perk, das haben die Entwickler immer schon automatisch drin gehabt. Wenn ich angeschossen werde, will ich natürlich nicht, dass mein Visier überall hingeht. Das heißt, als Bonus extra ist Fokus jetzt schon wichtig. Das letzte ist Vogelblick. Die Minimap dickes L ist wieder so scheiße wie ein MW19. Das macht überhaupt gar keinen Sinn für mich. Nur damit klein Timmy in der Ecke sitzen kann und nicht gesehen wird, wenn er seine Waffe abfeuert. Mit Vogelblick zoomt die Minikarte raus, was ein Vorteil ist. Drohnen und Radar zeigen die Richtung von Feinden. Das heißt, Drohnen und Radar sorgen dafür, dass auf eurer Minimap die Gegner wie beim Orbi angezeigt werden. Und sobald ihr die verdient, offenbart die Minimap auch alle Feinde auf der Minikarte. Das heißt, das Perk und das dritte Perk sind absolute Pflichtperks, wo auch kein anderes rankommt. Und wenn man die Perks so stark macht, dass man sie unbedingt als Spieler haben will, ja, dann braucht man aber auch keine Auswahl von 4 Perks mehr. Dann kann man es auch einfach im Game lassen und den Leuten nur 2 Perks geben. Das wäre dann einfacher. Es wird, denke ich mal, noch ein Spezi-Bonus dazukommen. Das wird wahrscheinlich auch spannender sein als die Streaks an sich. Die Streaks finde ich jetzt auch nicht so gut, weil die meisten großen Streaks, ich habe einen Juggernaut erspielt, den Kampfhelikopter, den Tarnjet, die machen echt nicht viele Kills auf einigen Karten. Das ist schon ein bisschen doof. Und ich finde die ein bisschen langweilig. Ich habe das Gefühl, dass ein Spezi-Bonus einen in diesem Game einfach deutlich mehr hilft. Deswegen weiß ich nicht, in welche Richtung das geht, was dann noch dazu kommt. Natürlich, es wird noch Feintuning kommen und, das ist klar. Nächster dicker L-Punkt, also wirklich scheiße, die Spawns. Bei Spawns bin ich noch relativ entspannt. Ich gehe davon aus, dass die Spawns mit den Wochen und Monaten und Spawn-Kenntnissen bei den Entwicklern verbessert werden. Aber wenn ihr mal dran denkt, wie schlecht die Spawns in Vanguard sind, und zwar heute noch, hoffe ich, dass das hier schnell geht, denn es war so oft, dass ein Gegner einfach direkt vor mir gespawnt ist, wo ich mir immer denke, so 6 gegen 6, das testet doch mal einer. Aber Spawns, wie gesagt, finde ich nicht so tragisch, weil ich immer fest davon ausgehe, dass die Entwickler daran arbeiten werden und dass es besser wird. Das meine erste Meinung zu dem Ganzen, Leute. Lasst gern einen Kommentar da, wie ihr das bisher seht, aber ich muss es ganz ehrlich sagen, für den ersten Beta-Tag nach 8 Stunden bin ich absolut zufrieden. Wirklich. Ich habe es viel schlimmer erwartet. Es macht tatsächlich Spaß. Leute, ich bin raus. Haut rein.